Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect 1 in der Legendary Edition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und ich hoffe, das gefällt euch, was ich hier so treibe. Gut, dann sind wir mal auf dem Weg zum Raumhafen, um den Sender zu finden. Ich komme hier echt nicht viel zum Sprechen. Aber ist auch mal nett. Saren. Myras. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Parat. Ein mieser Verräter. Was ist das da hinten? Ja, weiß ich nicht. Man sehe sich nur die Größe an. Die Sovereign. Ich sitze hier etwas ungünstig. Erwischt. Ich glaube, sie sind alle tot. Schön. Also, ihr wisst schon. Ich tat es, weil es getan werden musste. Ja, komm. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landet in der Nähe des Raumhafens. Erzähl ihn von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt.
Außerdem bin ich kein Verräter. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen, es ist wichtig. Okay, okay, Sie haben ja recht. Er heißt Paul, arbeitet im Raumhafen, in den Docks. Wenn er noch lebt. Ich muss gehen. Viel Glück. Kampfsensor. Oh, Stinger 2? Ja, ist nicht verkehrt. Vielleicht ist hier noch was. Fähigkeiten zu gering. Oh, ich geb dir. Ist einer von euch irgendwie... Nee. Außerdem, warum hast du eine Pistole? Was soll der Quatsch? Enko, also wirklich. Ah, gut. Dann schauen wir uns wieder mal ein bisschen um hier. Naja, sieht so aus, wie man sich das vorstellt nach einem Angriff, nicht? Commander, es ist... Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Ich muss wissen, wie Niles gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks, für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler, na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Gate einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Geben Sie mir einfach die Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Eine Menge Marines sind hier gestorben, Paul. Diese Granaten hätten nützlich sein können. An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich das wieder gut machen kann. Ja, okay. Ich habe was anderes, das ich zurückgelegt hatte. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Sprengstoff. Upgrade-Kiste. Immer gut. Sprengstoff 1. Aha. Hat er uns nicht irgendwas super Tolles geben wollen?
Ach, und Ashley erinnert mich sowas von an meine Freundin. Also wenn ihr ungefähr wissen wollt, wie meine Frau ist, genau so. Nur, dass sie kein Militär ist, aber sie könnte da wunderbar klarkommen. Nee, hier in Deckung ist doof. Na kommt, Leute, ein bisschen stürmen. Wir wollen drin sein. Oh, Waffe überhitzt. Ja, so geht's auch. Da. Wie kannst du es? Oh. Oh. Spinnst du? Leute, wie wär's? Wir stürmen einfach mal ein bisschen vor. Und erledigen die einfach mal zuverlässig. Ah, so ist doch schon besser. Na, dann fahren wir mal eine Runde mit der Bahn. Ja, die ist hoffentlich zuverlässiger als unsere deutsche Bahn. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Bei den Geth denke ich immer, das gleich kommt. Roger, Roger. Na gut, dann retten wir mal wieder alles. Juhu. Die Geht müssen sie angebracht haben. Ja. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, will ich doch. Oh. Okay, Zeit haben wir noch genug. 4 Minuten 40. Ist machbar. Leute, auf Distanz ballern bringt hier nicht so wirklich was mit Sturmgewehr. Aber okay, ihr kommt schon klar, ganz bestimmt. Ladung haben wir entschärft. Einmal ein bisschen Entdeckung. Wow. Hey. Also man merkt schon, das Sturmgewehr ist echt, sobald ein bisschen Abstand im Spiel ist, total ungenau. Deswegen immer ran an den Feind. Dann macht das Avenger auch auch Sinn. Aber was wir mal machen können, mal gucken in der Ausrüstung. Ja, ja. Okay, Banshee 2. Na, dann nehmen wir die Banshee-Variante. Dann gucken wir mal. Reißer gegen organisch. Ja, ist auch in Ordnung. Haben wir Waffen-Upgrade, Kampfsensor. Okay, dann nehmen wir halt den noch. Panzerung. Mittelschwer Turianisch und schwer Mensch. Okay, warum haben wir das schon drin? Gut, ich will mich nicht beschweren. Kryo-Sprengsatz. Minus 20 maximal. Nein. 10 Schaden. Mhm. 50er Radius. Ja, nimmer. Nehmen wir. Ach, das Avenger ist das hier. Das andere ist sonst. Das kann nicht. Wie heißt denn das andere Standardgewehr? Oh Gott. Ich dachte, das hieß auch Avenger.
Warte mal, hier ist noch irgendwo was. Ja, da. Dann entschärfen wir diesen Sprengsatz auch gleich nochmal. Warum ist Kaidan so rot angezeigt? Kaidan? Ist irgendwo down gegangen? Würdest du bitte damit aufhören? Echt, müssen wir jetzt eine Heilung reinballern. Na gut. Aber jetzt komm auch hoch. Nicht? Verschwendung? Okay, der wird schon wieder. Der schläft nur. Warum kommt der jetzt nicht mehr hoch? Na gut. Müssen wir es halt ohne ihn rocken. Okay, die Variante des Sturmgewehrs schießt Salven. Finde ich in Ordnung. Wow. Den habe ich ja ganz übersehen. Dann schauen wir uns mal den Sender an. Schick, viele LEDs. Normandie, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandie. Ich warte. Ja, okay, Shepard ist anscheinend tot, also dann können wir alle nach Hause gehen, wa? Nicht? Na gut, dann halt nicht. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Netter Ausschnitt. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat Sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen.
Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir Sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe Sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir Sie in die Crew aufgenommen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Die Geth hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Jo, das geht ja schon mal ganz gut los, ne? Hey, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Ja, ganz vorschriftlich, ganz vorbildlich. Läuft. Gut, dann müssen wir jetzt zur Brücke.
Ach nee, jetzt fahre ich im Maschinenraum runter, oder? Dachte, da käme eine Auswahl. Nö. Gucken wir nochmal. Nochmal Aufzug fahren. Ach, herrlich. Ach. Ich glaube, Ladesequenzen überspringen mit Aufzugfahrt, das hat Mass Effect so richtig legendär gemacht. Aber man kann das, glaube ich, jetzt in der Legendary Edition auch endlich überspringen. Ab einem gewissen Punkt. So, Joker. Dann sprechen wir mit dir mal. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Das Massensprungportal. Ach, schön. Endlich wieder zu Hause. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Home Sweet Home. Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot. Und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Niemand mag Politiker. Die meisten sind Schweine und die wenigsten sind wirklich empfehlenswert. Ist immer nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber an dieser Stelle beende ich das Video und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.